Das ist eine Kunst. Ich würde sogar sagen, eine ganze Wissenschaft, erfolgreich ein Haus oder eine Wohnung zu verkaufen. Und das ist sicher kein Zeichen, wenn man einen Profi an der Seite hat, der mit guten Tipps und Tricks einem das ein bisschen helfen tut. Die Experten von RE/MAX sind mit uns unterwegs in einer mehrteiligen Serie. Und heute kommen wir zum schönen Thema, würde ich mal sagen, nämlich zu einem erfolgreichen Abschluss vom Verkauf, eigentlich der Moment, wo man den Champagner öffnen könnte. Oder? Würde ich sagen. Ja, richtig. Und Mario Fuchs, merci vielmals, bist du da. Hilfst du uns ein bisschen, bevor wir den Korken eure Richtung lernen, knallen. Was ist denn, wenn wir uns nicht ganz einig sind, also ich als Verkäufer und ein Interessenter, sagen wir mal im Preis oder in sonst Sachen, wenn da noch so Uneinigkeiten sind? Ja, das ist natürlich ein Stück weit eine Kernaufgabe von uns Makler, die Einigkeit irgendwie herzubringen. Und da gibt es verschiedene Sachen, entweder hier von hinten Gespräche oder hinten müssen wir Informationen irgendwo zusammensuchen. Über irgendwelche Marktstudien oder so, wenn jetzt einer zu hohe Erwartungen hat und der andere zu tiefe, dass man einfach die Leute irgendwie zusammenbringt. Und hinter ist es wirklich eine Frage vom Gespräch, hinter muss man Informationen holen und vielfach ist es einfach die letzte kleine Annäherung fehlt. Einfach ist irgendwie im Kopf der Leute. Gewisse Leute brauchen einfach ein kleines Erfolgserlebnis und wenn es auch gar nicht mehr um einen Betrag geht oder so, hinter geht es um 2.000-3.000 Franken, wo ich eigentlich auf die Summe vielfach keine grosse Rolle spielen. Aber einfach, einer muss einfach das Gefühl haben, ich habe das letzte Wort gehabt, ich habe gut verhandeln können. Und hinterher geht es nur darum, dass man das uns spürt. Weil man muss jetzt gerade wahrrecht geben, dass man die Leute einfach da irgendwie zu dem Erfolg führt. Wo also, der andere da damit leben kann. Du sagst gerade, gespüren, finde ich jetzt sehr einen interessanten Aspekt. Das heisst, ein Stück weit sind ihr auch Mediatoren und müssen eigentlich auch wirklich die Leute warnen, was ist denn jetzt hier wirklich das Bedürfnis, dass man da hinkommt und nicht einfach nur sachlich argumentiert, oder? Auf alle Fälle, das ist ein grosser Teil eigentlich von unserem Geschäft. Also wir müssen sicher das Fachliche erkennen, wie ist der Ablauf, was müssen wir machen, was müssen wir beachten. Aber gerade der Teil, wo es kurz vor dem Kauf oder Verkaufsentscheid ist, da ist eigentlich die Psychologie, das Gespür ist das sehr wichtig. Und nachher eben euch natürlich das Fachliche, das dann eben dazukommt. Wie ist es denn, wenn wir uns jetzt finden, ich kann jetzt, ich sage jetzt mal, mein Haus wirklich verkaufen, ist da ein Notar zwingend oder geht das auch nicht? Ein Notar ist zwingend nötig, weil es ist eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der im Grundbuch eingetragen wird. Und da ist der Notar absolut zwingend, das geht ohne nicht. Ja. Und was macht ihr? Also, sagen wir bei null offen, also das Grundbild ist ja klar vom Notar, aber was macht denn ihr ganz konkret? Der Notar tut eigentlich das, was die zwei Parteien abgemacht haben, in die rechtlich korrekte Form bringen. Also der Notar im Gegensatz zum Anwalt, der Anwalt ist entweder ist es mein Anwalt oder es ist dein Anwalt und der Notar der ist immer neutral. Mhm. Der tut nur das, was die beiden Parteien abgemacht haben, in die rechtlich korrekte Form bringen. Also in den Vertrag bringen, schauen, dass alles drin ist, was muss drin sein und so weiter. Aber der tut nie Partie ergreifen. Der kann, wenn es während der Verurkundung auch mal Diskussionen gibt, kann der auch mal irgendwie vermittelnd vielleicht tätig sein. Okay. Aber er ist ganz klar, er ist eine neutrale Person. Oh, sehr interessant. Ja. Und gezahlt wird er eigentlich immer in einer, oder ist das einfach ein Proforma-Regel, dass der Käufer das ist hier üblich. Okay, also das ist hier üblich, Wallis, aber das ist nicht zwingend. Es gibt andere Regionen in der Schweiz, da wird das immer geteilt. Und hier mit uns ist es üblich, dass es der Käufer zahlt. Ja. Okay. Ja. Und was ist denn nachher in so einem Käufervertrag drin? Was müssen wir vorstellen? Käufervertrag ist heute bis zu fast 20 Seiten länger. Boah. Und da sind viele Sachen drin. Es ist klar, das, was die Käufer und Verkäufer vielfach am meisten interessiert, ist, wie viel kostet es, für wie viel kann ich es verkaufen, wann ist die Übergabe, in welchem Zustand kann ich es übergeben. Einfach die Sachen, wann bekomme ich das Geld von Seite des Verkäufers. Das sind die Sachen, die logischerweise drin sein müssen. Aber es sind noch viele andere Sachen, die einfach in einem Vertrag drin gehören. Wie zum Beispiel die Garantieleistungen, die Garantiepflichten und solche Sachen, die einfach vom Gesetz her müssen im Vertrag drin sein müssen. Aber in den meisten Fällen, wenn alles überläuft, eigentlich gar keine Bedeutung haben. Okay, was sind denn sonst noch so? Ich sage jetzt einmal, Zusatz. Weniger bedeutungsvolle Sachen drin vereinbart? Oder gibt es also ein, zwei Sachen, wo man jetzt einfach als 0815-Bürger nicht weiss, ja. Wo die 20 Seiten auch reinkehren, aber die gleich noch wichtig sind? Die gleich noch wichtig sind, ist, würde ich sagen, als ein Beispiel auszunehmen, ist Versicherungsleistungen. Mhm.
Weil es ist ja so, dass früher ist ja so gewesen, dass wenn eine Immobilie verkauft wurde, ist, wenn die den Besitzer gewechselt hat, ab dem Moment war die nicht mehr versichert. Gewesen. Und da hat es natürlich Fälle gegeben, wo der Eigentümer gestorben ist. In dem Moment ist das Haus nicht mehr versichert. Und die Erben haben vielleicht nicht als erstes im Kopf, oder die Hinterbleibenden, haben vielleicht nicht als erstes im Kopf das Haus zu versichern. Und zwei Tage später, nach dem Tod des Eigentümers, brennt das Haus ab und in dem Moment ist es nicht versichert. Wow. Und da hat es ganz, ganz tragische Fälle gegeben. Und jetzt hat uns im Gesetz so geregelt, dass wenn eine Versicherung da ist und es gibt einen Eigentümerwechsel, geht die Versicherung automatisch auf den neuen Eigentümer über. Und der neue Eigentümer hat 30 Tage Zeit, der Versicherung mitzuteilen, ob er die Versicherung will oder nicht. Und die Versicherung auf der anderen Seite hat 15 Tage Zeit, dem Eigentümer mitzuteilen, ob er als Kunde akzeptiert ist. Voilà. Jawohl. Also, und so ist sichergestellt, dass während der Übergangsphase der Versicherungsschutz immer da ist. Und das ist jetzt etwas, wo viele nicht wissen, aber wo man vertragsstandardmäßig muss drin sein. Sehr gut. Einfach der Hinweis. Zum Schutz eigentlich. Ja. Hat man daraus gelernt in dem Sinne. Genau. Ja. Wenn ich jetzt, wenn ich verkaufe, also der Erlös oder das Geld, soll das direkt auf mein Konto überweisen oder lohnt sich das auf ein Treuhandkonto? Ich empfehle dringend eigentlich auf ein Treuhandkonto. Es gibt verschiedene Gründe. Wir haben an dem Moment, wo der Kaufvertrag unterschrieben wird beim Notar, gehen eigentlich die Partien verpflichtet, einen nach dem Kaufen und den anderen verkaufen. Aber weil Grundbuchintrag erst ein paar Wochen später ist, ist es noch nicht abgewickelt. Und der Verkäufer will ja zu dem Zeitpunkt, wo er unterschreibt, sicher sein, dass er das Geld auch definitiv bekommt. Und umgekehrt, der Käufer will nicht, dass der Verkäufer das Geld schon hat, bevor er Eigentümer ist. Und darum muss man eigentlich bei der Verurkundung des Kaufvertrags muss der Käufer sichergestellt sein auf dem Treuhandkonto vom Notar. Aber der Notar darf es erst nach Grundbucheintrag weiterleiten an den Verkäufer. Und so tun wir eigentlich den Zeitunterschied zwischen der Beurkundung des Kaufvertrags und dem Grundbucheintrag mit dem Treuhandkonto überbrücken. Ja, so, dass es für beide wirklich absolut stimmt. Sicher ganz ist. Ganz sicher ist, ja. Interessanter Vorgang. Wenn wir wieder ein bisschen auf die praktische Seite kommen, Mängel, ist das geregelt? Wer muss für welche Mängel wie das ist eigentlich klar geregelt. In den meisten Fällen macht man es so, weil mit Neubauten gibt es eigentlich die Handwerkergarantien, die der Käufer nachher bekommt. Und meistens haben wir eigentlich bestehende Immobilien verkaufen, also nicht neue. Und jede Immobilie, die schon mal bewohnt wurde, die hat Mängel. Und wenn es nur irgendwas, ein kleines Loch in der Wand ist, wo der vorige Eigentümer ein Nagelding geschlagen hat, für ein Bild aufzeichnen, und das ist halt auch das kleine Loch in der Wand und das ist theoretisch ein Mangel. Oder es war Kratz auf dem Boden oder so irgendetwas. Und jede Wohnung hat Mängel. Und dass man dann nicht jedem einzelnen Mangel muss nachlaufen, weil man sieht ja nie alles, ist eigentlich die übliche Regel, dass der Käufer alle Mängel akzeptieren, ausser es wäre etwas, wo der Verkäufer arglistig verschwiegen hat. Okay. Ja. Also wenn es ein erheblicher Schaden ist, wo nachher, wo erst später rauskommt, und wo der Käufer nachher nachweisen kann, das ist ein Schaden, den der Verkäufer kennt hat und verschwiegen hat und versteckt hat, dann ist der Verkäufer auch nachträglich noch dafür verantwortlich. Ich finde jetzt gleich noch so, aber eigentlich alle Mängel akzeptieren, bekommt man den Mängel schon. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber gibt es wie uns eine Mängelliste? Oder, weil man sieht ja dann nie einfach alles bei den ersten Besichtigungen, dass man jetzt alles Bescheid wüsste, oder? Das ist richtig, wüsste, ja. Also, da haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung, dass wir die Mängel, die wir sehen und kennen, im Verkäufer auch zeigen, das ist der Pflicht und das ist der oder jawohl, was auch immer. Und letztendlich ist es in der Pflicht des Käufers, das zu kontrollieren. Okay. Es gibt auch zum Sicherseiten, die mal mit dem Architekt. Ah. Abmachen und die Wohnung genau anschauen, jawohl, genau durchgehen. Weiter kann man die Protokolle von der Stockwerkeigentümerversammlung anschauen. Okay. Dass man sieht, okay, das und das wird aber so diskutiert, das ist vielleicht im Haus gut oder nicht gut, was sind die Probleme. Und so ist es letztendlich die Verantwortung beim Käufer, dass er die Besichtigung so macht, dass er die möglichen Schäden sieht. Ja. Und wenn ich jetzt einen Makler engagiere, ist das eine Aufgabe, die der Makler übernimmt in dem Sinn? Nein, das ist eine Verantwortung, die wir nicht abnehmen können. Wir sind auch eigentlich fast wie der Notar, sind wir neutral. Also wird die zwischen Käufer und Verkäufer vermitteln. Okay. Wird ja auch nicht unbedingt die Partie ergreifen. Jawohl. Ausser in einzelnen Fällen kann es natürlich auch mal sein, dass ich von einem Kunden einen Auftrag habe,
immer eine Wohnung, seine Träumeimmobilie zu suchen. Mhm. Und ich finde die mit einem anderen Makler. Mhm. Und dann bin ich natürlich der Vertreter vom Käufer und der andere ist der Vertreter vom Verkäufer. Okay. Und der ist eigentlich schon klar, der haben wir eigentlich eine Partio-Situation. Aber in den meisten Fällen finden wir einen Käufer für eine Wohnung, die wir im Angebot haben. Ah, voilà. Und dann sind wir eigentlich neutral und probieren zu vermitteln. Richtig, ja. Spannend. Ja. Ihr werdet vom Richter zum Anwalt nachher. Ein bisschen juristisch, selber gezogene Links. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel geregelt, wenn ich einen Käufervertrag unterschreibe und nachher, einen Monat später ist erst die Hausübergabe in dem Sinn und inzwischen die Heizung komplett ausgeht kaputt, wer müsste dafür aufkommen? Jawohl, das ist im Vertrag auch immer geregelt. Und zwar ist das der Besitzesantritt oder der sogenannte Übergang von Nutzenlasten und Gefahren. Und meistens ist das auf das Datum von der Schlüsselübergabe. Und ab dem Tag, wo der neue Eigentümer den Schlüssel übernimmt, ist er auch verantwortlich für das Haus. Also das heisst, er hat Nutzenlasten und Gefahren. Der Nutzen ist, er kann hier Wohnung. Er kann hier wohnen oder kann es vermieten oder was auch immer. Die Lasten sind, er muss die Kosten tragen und er hat auch die Gefahr, also wenn jetzt die Heizung ausfällt nach dem Übergang, dann ist er dafür verantwortlich und alles, was vorher passiert, ist nur der Verkäufer verantwortlich. Voilà. Aber die Schlüsselübergabe, ich stelle mir vor, wenn man so jahrelang Erfahrung hat wie du, da erlebt man teilweise so emotionale Momente. Hast du mal so ein Erlebnis, das nicht mehr vergisst ist? Eigentlich nicht, nein. Weil in dem Zeitpunkt, wo die Übergabe ist, haben die vorigen Alto-Eigentümer abgeschlossen. Okay. Die haben gezegelt, die sind raus, die haben abgeschlossen. Es ist, vielfach ist es schwieriger mit Leuten, wo man merkt, die sind emotional noch gar nicht bereit zum Verkaufen. Okay. Was wir am Anfang gesagt haben, eigentlich die Einigung zwischen den Partien herzubringen, hinter merkt man, es geht gar nicht um den Preis, sondern die sind emotional noch gar nicht bereit abzuschließen. Es gibt Fälle, wo man nicht ist. Es gibt Fälle, wo man es nicht herbringt. Hinterher muss man einfach noch ein bisschen Zeit geben. Jawohl. Hinterher einfach mal ein gutes Gespräch oder irgendetwas. Und das geht ab und zu. Aber es gibt effektiv auch Fälle, wo es einfach nicht geht. Weil sie einfach nicht parat sind. Ja. Aber es gibt auch Häufen, wo es klappt. Ja, schon die Mehrheit, ja. Hoffentlich. Merci vielmals, Mario. Merci dir. Für die Tipps, dass man euch erfolgreich aber die Liegenschaft verkaufen kann. Danke, seid ihr dabei gewesen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, die ihr ganz persönlich wollt wissen, klickt innen unter remax-oberwallis.ch. Dabei eine gute Zeit. Ademinant.